Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Biesenbach, ich fand das schon sehr erstaunlich. Sie haben sehr, sehr lange auf den Innenminister Jäger eingedroschen, und Sie haben es nicht geschafft, auch nur ein einziges klarstellendes Wort zur Causa Wendt in den Raum zu stellen. Die ungeheuerlichen Vorgänge, die hier beschrieben worden sind, haben Sie mit keinem Wort einsortiert. Ich finde das schon einigermaßen schrecklich, wie Sie hier agiert haben. Und Herr Kollege Lürbke, weil Sie mich konkret angesprochen haben, ich habe ein sehr klares Verhältnis zur Frage der Mitbestimmung hier in Nordrhein-Westfalen. Das, was Sie 2007 hier gemacht haben, die Beschneidung der Rechte der Personalrätinnen und Personalräte, da bin ich stolz darauf, dass Rot-Grün NRW zum Mitbestimmungsland Nummer 1 wieder gemacht hat, um das mal klarzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man möge sagen, ausgerechnet Rainer Wendt, ausgerechnet Rainer Wendt, von dem wir ja wussten, dass er als einer der schlimmsten Lautsprecher des rechtspopulistischen Populismus durch die Gegend gegangen sind. Nicht selten war er Stichwortgeber für No-Go-Areas, für Verschwörungstheorien, Stichwortgeber dafür, dass diejenigen, die ins Fußballstadion gehen, sich der Lebensgefahr aussetzen oder der Generalverdacht gegen Flüchtlinge. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie glauben, dass dieser Mann auch nur annähernd irgendetwas mit unserer Politik inhaltlich zu tun hat, muss ich das als infame Unterstellung zurückweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Art und Form der Scharfmacherei war noch nie zu ertragen, aber sie passt uneingeschränkt zu dieser Person. Dieser Mann hat sich offenkundig ein eigenes Sittengemälde gemalt. Und ich werde noch mal Worte zitieren, die er aufgeschrieben hat, und sie sind echt unverschämt. Ich zitiere: Die Parteien haben sich die rechtsstaatliche öffentliche Verwaltung zur Beute gemacht. Ausgerechnet dieser Rainer Wendt, Mitglied der CDU und Direktkandidat für die Landtagswahl 2000, dieser Mann, der auf den Rechtsstaat vereidigter Polizeibeamter war, steckt sich schamlos und leistungslos 100.000 öffentlicher Gelder ein. Ich finde das unerträglich. Und Herr Innenminister, ich sage es an dieser Stelle auch klar und deutlich, es ist nicht die Aufgabe des Staates, Gewerkschaftsarbeit zu alimentieren. Da haben Sie uns ja auch eindeutig zugestimmt. Nein, im Gegenteil. Das Grundgesetz legt die Fährte hier sehr eindeutig. Um die Tarifautonomie zu gewährleisten, ist es gerade nicht Aufgabe des Staates, die Arbeit der Gewerkschaften zu alimentieren. Und deswegen muss dieser Maßstab auch sehr eng gefasst werden und für die weiteren Vorgänge, die in diesem Zusammenhang zu klären sind, als Maßstab angelegt werden. Und Herr Kollege Lürbke, es ist nicht in Ordnung, wenn Sie die Alimentierung der Personalratsarbeit in unanständiger Weise mit der der Gewerkschaften vermischen. Das ist eine Nebelkerze, die in diesem Zusammenhang nichts zu suchen hat. Der Herr Wendt hat nicht nur versucht, diesen Rechtsstaat schlecht zu machen, sondern er hat auch versucht, ihn ordentlich zu melken. Wir waren ja viele, haben es vielleicht in der Mediathek oder direkt gesehen. Dieser Herr Wendt hat offen in die Kamera gelogen und auch dort immer nur das preisgegeben, was er unmittelbar preisgeben wollte. Die erste Lüge, er habe kein Geld vom LZPD bekommen, musste er ja zurücknehmen. Man konnte es in der Kamera verfolgen. Und dann hat er behauptet, er würde darüber, also würde nur so viel verdienen, wie ein Hauptkommissar verdienen würde. Wenige Tage später mussten wir dann herausfinden oder bekamen wir gesagt, dass er auch noch Aufsichtsratsmitglied der AXA ist und dort, Sie haben den Betrag eben genannt, offenkundig 77.000 Euro nicht angemeldet hat. Und wer sich mit der Materie mal beschäftigt hat, allein dieser Vorgang, dieser AXA-Vorgang reicht aus, um das Verhältnis, das Vertrauensverhältnis zwischen Staat, also Behörde, und dem Beschäftigten Wendt nachhaltig zu zerrütten. Und ich will Ihnen sagen, und ich will Ihnen noch was sagen, das ist in der Debatte ja mehrfach vorgekommen, ich will das auch klarstellen. Und er hat auch seine eigene Gewerkschaft hier einen Bärendienst erwiesen. Und ich will an der Stelle auch sehr deutlich machen, wir alle müssen aufpassen, dass wir die anderen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hier nicht in Mithaftung nehmen. Und wir haben es ja auch gesehen, Frau Dorothea Schäfer, nur als exemplarisches Beispiel, ist auch freigestellte Gewerkschafterin, und zwar vollständig freigestellt. Sie hat das ordnungsgemäß beim Kabinett angemeldet, und die Bezüge bezahlt natürlich die Gewerkschaft und auch die Pensionsansprüche, die zu entrichten sind. Das ist völlig in Ordnung, das ist der saubere Weg, das hätte Herr Wendt ganz genauso machen können.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen unabhängige Gewerkschaften. Das ist elementares Prinzip unseres Sozialstaates. Und deswegen nehme ich alle Gewerkschafterinnen ausdrücklich in Schutz, die ihre Arbeit tun. Sie kümmern sich mit ihrem Engagement für die Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann Sie nur ermuntern, machen Sie da weiter. Sie tun eine wichtige Arbeit. Sie haben unsere volle Unterstützung bei Ihrer Tätigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Innenminister Jäger hat jetzt die Aufgabe, alles aufzuklären und auch Konsequenzen zu ziehen. Immerhin, Sie haben es selber geschildert, steht der Verdacht eines schweren beamtenrechtlichen Vergehens im Raum. Neben der Rückforderung der überzahlten Tätigkeiten aus der Besoldung stehen Rückforderungen aus den Einkünften aus der Nebentätigkeit im Raum und auch, weil es ein so schweres Vergehen ist, möglicherweise die Aberkennung von Pensionszahlungen. Das ist wahrlich keine Petitesse, über die wir heute hier reden müssen. Und ich will es an der Stelle auch sehr deutlich machen. Ich habe den Maßstab, mit dem wir damit umgehen, auch deutlich gemacht. Wir brauchen keine Regelungen und Gesetze, die dies im Nachhinein, Herr Kollege von der FDP, irgendwie legitimieren wollen oder vielleicht nach vorne auch noch machen wollen. Das, was Wendt gemacht hat, ist schlicht nicht statthaft. Wir werden keiner Regelung zustimmen oder diese mitmachen, die das in irgendeiner Weise legitimieren will. Und ich verstehe den Innenminister so, dass er sehr klar auf die Urlaubsregelung, die es ohnehin schon gibt, abstellen will und klar machen will, dass es nur anlassbezogen geht, so wie das in vielen Bundesländern üblich ist. So kann es gehen, aber es muss sehr sauber, und da möchte ich Sie bitten, auch eine klare Regelung vorzulegen, sehr sauber abgetrennt werden. Wir werden es nicht mittragen, wenn hier sozusagen Praxen. Wir wollen die eine oder andere Stellungnahme haben, und deswegen gucken wir mal nicht so genau hin. Es muss eine klare Ansage geben, eine klare Regelung, und die werden wir Grünen dann vielleicht auch mittragen. Die spezielle Konstruktion, Herr Kollege Lürbke, im Falle Wolf, im Falle Wendt fällt, und so hat es der Innenminister eben dargestellt, in die Zeit von Herrn Wolf. Und da hört man von Ihnen bis jetzt von der FDP nur lautes Schweigen. Und ich will es an der Stelle sehr konkret machen, sehr konkret, weil Sie mich ja auch angesprochen haben. Ich zitiere Herrn Wolf aus dem Bonner Generalanzeiger vom 6.3.2017. Es handele sich hierbei um, Zitat, eine gängige Staatspraxis zur Gewährung gewerkschaftlicher Arbeit auch solchen Organisationen, die nicht von gesetzlichen Freistellungen profitieren. Daraus folgt, Herr Kollege, Herr Wolf wusste von diesem Vorgang. Er hatte Kenntnis davon. Er hatte nicht nur Kenntnis, sondern er hat diesen Vorgang auch für richtig befunden, da er ihn nicht geändert hat und weiterlaufen lassen. Und Ihr Hinweis, dass Herr Behrens das möglicherweise auch falsch gemacht hat, hilft Ihnen nicht weiter. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Unrecht bleibt Unrecht, und er hat die volle Verantwortung hierfür zu tragen, Herr Kollege Lürbke. Und ich sage es auch ganz deutlich, ich bin ja gefragt worden, weil Sie mir das jetzt vorwerfen wollen, wie ich das denn sehen würde, dass eine Strafanzeige gegen Herrn Jäger vorliegt. Das ist das gute Recht von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, dies zu tun. Aber eins will ich Ihnen sehr deutlich sagen. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft sich selbst ein klares Bild hierüber macht und das prüft, was zu prüfen ist. Aber sich damit herausegeln zu wollen, dass irgendjemand anders auch was falsch gemacht hat, damit kommen Sie nicht durch. Möglicherweise ist es verjährt, das wird sich zeigen müssen. Da bin ich auch noch gar nicht sicher, weil die Tat immerhin bis heute wirkt. Das wird die Staatsanwaltschaft prüfen müssen. Aber die politische Verantwortung, die trägt Herr Wolf in vollem Umfang. Das hat der Bonner Generalanzeiger sehr deutlich auch gesagt. Und dafür müssen Sie auch gerade stehen. Und Herr Lindner, wie ist es denn zu erklären, dass in dieser Amtszeit Herr Wendt auch noch versetzt werden konnte und befördert wurde? Auf welcher Basis, auf welcher Beurteilung wurde denn jemand befördert, der überhaupt nicht da gewesen ist? Können Sie mir das erklären oder kann der Kollege Wolf uns das hier heute erklären? Ich kann Ihnen nur sagen, Sie träumen von einer Wiederauflage einer unsozialen Politik mit Beteiligung der FDP. Räumen Sie doch erstmal die Leichen aus dem Keller weg, die aus Ihrer Regierungszeit hier in Nordrhein-Westfalen übrig geblieben sind. Herr Innenminister, Sie haben es ja in Ihrer Rede angekündigt. Wir haben eine Verantwortung bis heute, bis 2017. Und ich finde es schon einigermaßen merkwürdig, das will ich zugestehen, dass man 10 Jahre lang den Herrn Wendt offensichtlich in seiner Dienststelle nicht vermisst hat. Das haben Sie auch angesprochen.
Und es muss auch aufgeklärt werden, wer in der Behörde konkret Verantwortung dafür trägt, wer nicht gemeldet hat, wer diesen Vorgang möglicherweise zugestanden hat. Und ich will auch sehr klar sagen, da unterscheiden wir uns offensichtlich von einigen hier im Hause. Wir machen unsere Aufklärungsarbeit nicht von politischer Kumpanei, von besseren Abständen und auch nicht von Regierungszeiten. Wir wollen unabhängig von dieser Frage Aufklärung und haben das hier auch sehr deutlich gemacht. Sie sind da weit von entfernt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.